Also. So, wunderschönen guten Morgen kann man nicht mehr sagen. Hallo Bernhard, ich grüße dich. Guten Mittag, sagen wir jetzt. Machen wir es mal so, ja. Wir sind heute zum dritten Mal miteinander. Ja. Ein Meinungsgespräch. Freue mich, habe mich auch jetzt richtig auf den Termin gefreut, mit dir wieder mal ins Gespräch zu kommen. Jetzt 2 Wochen wieder her. Und ja, wir haben ein Thema heute wieder bezogen auf dein Buch Tränen der Seele. Und heute werden wir uns die, ja, wie du es benannt hast, die 4 Weltbilder mal anschauen. Bernhard, hallo, willkommen. Ja, auch hallo, willkommen. Ich werde dir gleich mal das Wort erteilen, die 4 Weltbilder. Was ist das? Was kann man darunter verstehen? Ja, ich denke vielleicht vorab nochmal ein paar Hineindenkungen, warum die 4 Weltbilder. Weil wir ja, wenn wir auf die Welt gekommen sind, ist ja unser Gehirn rein. Ganz rein, können wir sagen, im Sinne unseres Denkens. Und dann schauen wir mal hin, was versucht denn uns, ja, die Zeit, die Kultur, der Staat, uns für ein Denken dann beizubringen. Es gäbe ja verschiedene Arten zu denken. Und in unserer Zeit, in unserer Kultur, ist der Staat motiviert, uns nur logisch, rational, wissenschaftlich, kausal zu konditionieren. Es fängt im Kindergarten an, geht weiter durch die Schule, durch das Studium. Und am Ende sind alle so konditioniert, dass sie ausschließlich logisch, rational, wissenschaftlich das Ganze betrachten. Das heißt, ein Baum darf vermessen werden nach Größe, nach Umfang. Ertrag, genau. Und dieses andere Hineindenken sollen wir gar nicht. Genauso geht es weiter mit dem nur polaren Denken. Entweder oder. Dass es da eine dritte Möglichkeit gibt, das werden wir denen schon abgewöhnen. Weil durch dieses polare Denken der Mensch wesentlich leichter manipulierbar ist. Klar, These, Synthese, Antithese. Genau. Das heißt, die Menschen sollen ihre Zeit investieren, ihre Lebenszeit, ihre Denkzeit investieren in nur polares Denken. Machen wir mal ein Beispiel. Es gibt ja Menschen, die rauchen. Kennst du solche Menschen? Ja. Genau, und dann muss ich. Sogar zwei. Stell dir vor, ich kenne sogar zwei. Jetzt gibt es Menschen, die nicht rauchen. Ja. Genau. Jetzt haben wir die Möglichkeit, immer zu sagen, rauchen, nicht rauchen, nicht rauchen, rauchen, nicht rauchen. Und impfen, nicht impfen, impfen, nicht impfen, impfen, nicht impfen. Genau, genau. Und die dritte ist, ich sage mittlerweile auch nicht mehr impfen, sondern es ist ja ein Spritzen. Aus meiner Sicht, ja. Ja. Impfen wäre was anderes, ja. Ja, geimpft worden sind wir schon die ganze Zeit, ja. Ja, genau. So, nehmen wir vielleicht ein anderes Beispiel. Was trinkst du denn gerne? Wasser. Also ich bin Ich auch, aber wir tun jetzt mal so, als würde ich das nicht mögen. Kenne ich genug, die dann sagen. Eine Stunde diskutieren. Ja. Ich möchte, dass unser Interview sehen, dass ihr bitte auch ein bisschen mit hineindenkt. Ja. Deswegen baue ich das auch so auf, weil unser Ziel, wie soweit ich dich auch verstanden habe, ist, dass wir die Menschen ein bisschen herausführen, über die Brücke gehen lassen, dass sich dieser Vorhang öffnet. Oder auch sensibilisieren für eine andere Möglichkeit, Alternative, wenn man so möchte. Ja? Das wäre vielleicht vielleicht das bessere Wort. Ja, und jetzt können wir eine Stunde diskutieren und nochmal diskutieren und nochmal diskutieren, wer denn jetzt recht hat. Du, weil du Wasser magst und weil ich gedanklich gesehen kein Wasser mag. Genau, das ist das, was in den Talkshows abläuft, ja? Die nie zu einem Ziel führen. Da guckst du eine halbe Stunde irgend so einen Kermit den Frosch an und der haut dir dann die Argumente daraus, die anderen haben die Gegenargumente und am Ende kommt dabei nichts raus. Du fragst dich nach einer halben Stunde, was hast du da eigentlich angeguckt? Genau. Ist ja auch das Ziel. Ja.
So, und jetzt gäbe es natürlich alternativ zu unserer Diskussion, Wasser ja, nein, die Möglichkeit, mal rauszugehen und auf eine dritte Position. Und zwar nicht auf eine passive dritte, sondern auf eine aktive dritte. Bitte nochmal, ist ein Riesenunterschied. Denn dissoziieren alleine würde, ich gehe jetzt raus. Aktiv sein bedeutet, wir stellen die Frage, was ist denn Wasser überhaupt? Und jetzt würden wir ja, nachdenken, überlegen, vielleicht auch mal recherchieren. Und jetzt hätten wir Erfahrungen gesammelt und hätten diese Streitzeit in Anführungsstrichen dafür benutzt, um uns zu entwickeln. Genau, und das ist das, was jetzt gerade bei Covid unterbunden wird, weil man das nicht hinterfragt oder die Hinterfragung eigentlich stoppt. Weil jeder, der hinterfragt, ist ja gleichzeitig einer, der das leugnet. Ja, genau. Aber bitte, das ist dieses polare Denken, entweder bin ich dafür oder bin ich dagegen. Genau. So, und die Herausforderer, und die machen das auch geschickt. Wenn du ein bisschen mitverfolgt hast dieses Jahr jetzt, dann sind sie einfach mal mit der Argumentation, mit der Gegenargumentation, aber nicht auf die dritte Position gegangen. Und so können sie das Denken der Menschen manipulieren und auch hin und her schieben, wie sie es gerne hätten. Und davon bitte nochmal auf der Zunge zergehen lassen, ist die Herausforderung, dass wir unser Denken diesbezüglich bitte überprüfen. Ich würde den Begriff manipulieren da rauslassen. Ich würde das gerne einwirken nennen. Ja. Ja. Weil manipulieren hat eine ganz andere Bedeutung. Im positiven Sinne ja. Aber hier geht es, da geht es ja auch weiter in den manchen Telegram-Kanälen. Es ist auch nur Polarität. Ja. Keine Hinführung zur Seele. Genau. Ja. Wir haben die gleichen Techniken, leider Gottes muss man hier hinzufügen, wie die Mainstream-Medien. Wow, wow, wow. Und nur als Polarität. Ja. Ja. Das erkennen aber immer mehr. Und ja. Das ist jetzt auch durch die, also wenn man das jetzt mal auf diese Gegenbewegung mal münzt. Ja. Wir hatten ja Trump, ja, der ja. Im Prinzip immer das Gegenteil gemacht hat von dem, was alle anderen gemacht haben, der Zich-Verträge aufgelöst hat, der mit Make Deals Not War kam, ja, der nicht einen einzigen Krieg gestartet hat, der im Gegenteil eher die Kriege beendet hat, Israel in die Position der Handelsverträge mit Saudi-Arabien, den größten Feinden, an den Tisch gebracht hat, aber dann über diesen Weg natürlich auch in eine Polarität kam. Das heißt, er hat klar ein Gegenteil propagiert, aufgemacht in der Form. Und als dann die Wahl kam und eben alles wieder anders ablief, ja, haben, glaube ich, viele auch gemerkt, dass da zwar der Impuls gesetzt wurde und daraus natürlich auch eine Menge entstanden. Ich sage nur Q und was es alles gibt, ne, in dem Bereich, aber eine richtige Lösung ist da nicht rausgekommen dabei. Im Gegenteil, das ist immer so ein Hin und Her. Ja, das ist, was ich schon gesagt habe, das geht so links, rechts, ja, und das fängt dich natürlich dann in einer bestimmten Art und Weise ein, aber du wirst da keine Lösung finden. Also nicht in dem Sinne, dass du sagst, das ist es jetzt. Ja? Genau. Auch hier, bitte, dürfen wir nochmal ein Fragezeichen setzen, ob auch das, was du jetzt gerade erzählt hast, dazu dient, dass der Mensch wieder zu sich eine Verbindung findet, eine Ehe findet zu seiner Seele, eine Gemeinschaft zu seiner Seele findet, oder ist es wieder nur ein Ablenken, Außenwelt, schau, wie groß du bist. Ja, also ich habe es so verstanden, dass dieser Gegenpart gesetzt wurde, damit du überhaupt die Möglichkeit hast, da auszusteigen. Ja, sonst, weil wenn du das nicht hast, dann bist du ja, du hast kein Gegenteil, du kannst diese Polarität nicht erkennen, ja, wenn es nicht da ist. Deswegen wurde das wahrscheinlich auch von der Seite so gesetzt, damit du die Möglichkeit hast, auszusteigen. Ich kenne mittlerweile ganz, ganz viele Menschen, die auch sagen, ich bleibe da raus, ja, und macht ihr euer Ding da und ich kümmere mich erstmal um mich. Und das ist das, was ich auch über andere Kanäle schon immer wieder empfehle. Ja, Michael, ganz wichtig, dein Zusatz aus meiner Sicht, subjektiv, kümmere dich jetzt um dich. Ja. Ja, ganz wichtig. Nicht ganz nur wichtig. Auszusteigen, sondern
zu beginnen, diese freie Lebenszeitenergie dazu zu verwenden, um sich, Seele, noch mehr kennenzulernen und natürlich auch die natürliche Schönheit von Welt, wie ich immer gerne formuliere, die auch wieder bewusst wahrnehmen, weil es ist ja zeitfrei geworden, es ist denkzeitfrei geworden. So ist das. Und das kann mit der, wie du es auch gesagt hast, wie du vorhin gesagt hast, wir könnten dann hinterfragen, was ist Wasser genau? Und das Gleiche kannst du auch anwenden, wer bin ich denn eigentlich genau? Ja? Oder was bin ich genau? Ja. Das sollte dann, das ist, glaube ich, auch die Einstiegsfrage, die man dann einfach mal wirken lassen muss. Muss ja nicht unbedingt eine Antwort kommen. Ich sage immer, Antworten kommen eben zu deiner Zeit. Ja? Und das muss es nur starten. Das kommt schon von allein. Genau. Und hier bewegen wir uns gerade eben in dem ersten Weltbild mit dem logischen, rationalen, polaren Denken. Okay. Und das nennen wir erstes Weltbild. Und das erste Weltbild stellt, also dieses logische Denken, dieses rational-wissenschaftliches, dieses nur berechnen, ja, nur messen und nur dort orientieren. Bitte, das lernt auch die Schule, das lernt die Universität. Und das soll unser einziges Denken sein, auch mit dem Ziel, dass der Mensch nicht anfängt, sich um sich zu kümmern. Ja. Solange er rechnet und berechnet, können wir im besonderen Fall auch noch sagen, die Seele ist nicht greifbar, fühlbar. Was der ist im Außen. Ja, dann ist er im Außen. Also im Außen von dem, was vermeintlich da draußen irgendwie bemessbar oder berechenbar erscheint. Ja? Und das ist auch das, was ich schon sage, dass jede Messung ist reine Fiktion. Jede Messung, jede, wirklich jede. Ja? Ja. Genau. Da rennt ja auch kein Hund da draußen rum und sagt ja, hey, ja super, heute ist Donnerstag und gibt es ja nicht die Information aus der Natur. Das ist alles aus Berechnungen entstanden. Deine und Fiktion. Solange in der Überlieferung heißt es, solange der Mensch rechnet und berechnet, im Sinne, solange wird er nicht beginnen, den Weg zu sich selbst zu gehen. So ist das. Ja. Ja. Und das ist dann unser erstes Weltbild. Hier können wir jetzt noch die Schulmedizin finden wir ja dort wieder. Die Pharmaindustrie finden wir dort wieder. Ja, Autobauer. Genau, alles. Ja. Alles, was wir so als Wahrheit uns selbst irgendwie erklären. Ja. Wir sagen auch, das ist das Weltbild ohne Seele. Ja. Ganz das genau. Ja. Und auch, weil wir vorhin auch noch mal ein bisschen darüber gesprochen haben. Meine Motivation ist bitte jetzt nicht, was zu favorisieren oder auch zu missionieren. Ja, nein. Weil es gibt ja Erkrankungen, die in Wirklichkeit Gesundwertung ist aus Sicht der Seele. Natürlich auch immer wieder die Situation, dass uns das erste Weltbild, die Schulmedizin, Diagnosen liefert, großes Blutbild liefert. Und wir kennen ja viele Menschen, die dann auch alternative Wege gehen. Nur die Frage ist, kann ich häufig messen, dass diese Alternativmedizin, die ich nehme, auch diesen Erfolg bringt. Und dazu ist dann eine weitere Diagnose, eine weitere Messung wichtig, damit auch der alternativ handelnde Mensch dann auf diesem Gebiet dann die Erfolge sehen kann. Kann ja sein, dass das die eine Alternativmedizin bei ihm wirkt und die andere nicht wirkt. Und dann hätte ich gerne immer dazu eine Messgröße. Ja, also eine Art Startpunkt, von wo aus du sagen kannst, jetzt kannst du die Heilung anpassen. Oder wobei man bei der Krankheit, glaube ich, auch sagen muss, die Krankheit selbst ist ja schon die Heilung. Ja, genau. Gesundwertung, wie wir es nennen. Ja. Die Gesundwertung der Seele. Ja. Ja. Wenn sie kein, deswegen auch der Wohnen der Seele, wenn die Seele nicht gehört wird, wenn der Mensch nicht den Weg zu seiner Seele, zu seinem Selbst geht, und nur im kausalen messbaren Zuhause ist, dann erfolgt die Gesundwertung über eine
Erkrankung der Organe. Das ist die letzte Möglichkeit der Seele, sich bemerkbar zu machen. So ist das. Ja. So, dann marschieren wir mal hinüber in das zweite Weltbild. Im zweiten Weltbild, wir nennen es als Überschrift Charakterkunde. Charakter? Charakterkunde. Charakterkunde. Ja, in okay. allem ist ein Charakter. Ja. Jeder Stuhl spricht zu uns mit seinem Charakter. Jede Haarformart spricht zu uns. Als ja, mein Auto spricht auch mit mir. Wenn er die Scheiben nicht hoch macht, dann muss ich ihn nochmal starten. Ja, genau. Jedes Hemd spricht zu uns. Jeder Baum spricht zu uns im Sinne, der Charakter hat auch was zu erzählen. Ja. Denk mal bitte dran, die Rose hat einen anderen Charakter, spricht anders zu uns. Ja. Als die Sonnenblume. Ja. Und das Gänseblümchen hat wieder ganz was anderes noch zu erzählen. Ja, und die Schneeglöckchen wahrscheinlich auch. Genau. Und bitte, das lässt sich auch auf alle Ebenen übertragen. Ja. Auch ein bisschen mal aus dem Rationalen gedacht. Natürlich. Man hat die verschiedenen Schriftarten. Jede Schriftart besitzt ihren Charakter. Ja. Und wenn wir beide bayerisches Lokal gründen würden, dann würde, ist ja auch die Frage, welche Schriftart nehmen wir? Welche Schriftart hat welchen Charakter? Ja. Und drückt das unsere Philosophie aus? Das kannst du neudeutsch, glaube ich, mit dem Branding sagen. Ne? Genau, oder Corporate Identity. Ja. Ja. Logos, ja. Genau. All das. Ja. Auf der anderen Seite haben wir hier auch die Situation mit Ähnliches halt ähnlich. Die Homöopathie. Ja. Hier haben wir, dass im Ohr der ganze Mensch abgebildet ist als Charakter, was natürlich von der Schulmedizin schon wieder nicht mehr akzeptiert werden kann. Ja. Das heißt, da ist schon die Diskrepanz im Prinzip genau. über die Charakter. Also das ist leider schon eine Art der Kommunikation, kann man fast sagen, ne? Dass, wie die Dinge dann sprechen, dass da schon praktisch wieder der Versuch ist, das in die polare Welt zu ziehen und zu sagen, hier wird drüber argumentiert und ich habe die besseren Argumente und siehst du Messgrößen da. Und es kommt immer darauf an, wie setzt du die Wertigkeit. Ne? Ja. Ja. Und manche Menschen besitzen diese Fähigkeit, das zweite Weltbild sehr gut zu leben und erleben. Beispiel, es gibt Wohnzimmer. Das hat nichts mit Geld zu tun jetzt. Im Sinne, das muss alles 10.000 Euro kosten. Ja. Sondern damit zu tun, ob jemand diese Fähigkeit hat und auf dem Tisch dann noch eben diese Kerzen, diese drei Kerzen stehen und nicht nur zwei Kerzen stehen. Zwei ist die Polarität. Ja. Drei ist wieder diese Harmonie. Nur ein Button. Oder dass die Tischdecken zu den Vorhängen passen. Ja, ich denke da immer an meine Patin, die ist mittlerweile 92, die hat diese Fähigkeit. Und es ist so schön, wenn man reinkommt in ihre Wohnung, dass ich spüre das. Ja. Ja. Ich weiß, was du meinst. Ja. Das ist dann das darauf achten, dass der Ausdruck dessen, was man zeigen möchte, auch kommuniziert in dem Moment. Genau. Ja. Und es auch ein stimmiges Harmoniegefühl ist. Ja, also es ist nicht nur negativ, das will man damit ganz klar sagen, oder? Ja, genau. Also ein stimmiges Harmoniegefühl und es ist wie, ich fühle mich zu Hause. Ja. Und manchmal kommen wir in Wohnungen, da möchte man am liebsten wieder rückwärts ausgehen. Ja. Ja. Aber bitte, ich meine das jetzt hier. Ich auch nicht. Das ist immer subjektiv. Ja, bitte. Das soll jeder machen, wie er denkt. Ja. Auch das ist eine Form der Kommunikation, wenn die Bude aussieht, als wäre, du sagst ja damit auch was aus. Ne? Ja, genau. Ja. Jetzt können wir wieder sagen, hier in dem zweiten Weltbild, wie der Mensch ist, so ist er ja auch. Ja, ja. Ja. So nebenbei gedacht. Also, das ist unser zweites Weltbild. Okay. Gibt es natürlich medizinisch gesehen Alternativen. Ja. Denk bitte auch an Bachblüten. Denk an Schüsslersalze. Ja. Ja. Mittlerweile muss man bitte auch ein großes Fragezeichen setzen, aus meiner Sicht,
wer produziert momentan schon diese homöopathischen Präparate? Sehr häufig schon die klassische Pharmaindustrie, die mittlerweile dort auch ihren Geldgeruch hinterlässt. Ja. Ja, also man muss hier mittlerweile also schon... Also merkst du auch bei der Ernährung, ja, also gerade dieses ganze vegane Produkt und vegetarisch, ja, wo man dann Narrative, ich sage das immer gern so, Narrative dann für den Profit benutzt. Ja. Ja, mir persönlich wäre es lieber hier, dass die Menschen unterscheiden zwischen Lebensmittel und Nahrungsmittel. Lebensmittel leben. Ja. Nahrungsmittel sind totes Material. Ja. Ja. Also es wäre mir lieber, dass die Menschen, wenn wir hineindenken ins Essen, sich dann schon die Frage stellen, wie viel totes Material haben sie heute hineingegeben? Dr. Oetker, fertig, Pizza. Dann bitte sich auch mal die Frage dabei stellen, was würde mein Körper lieber mögen? Ja. Todes hinein oder Lebendes hinein? Ah, ich bin ja da gerade voll in der Experimentierphase drin, kann ich so sagen. Ne? Und ich kann sagen, also was lebt, ist, das hat mehr Energie als jeder Energy-Drink. Das möchte ich an der Stelle einfach mal ganz klar feststellen. Das kann ich nur aus der eigenen Empfindung heraus sagen. Also wenn ich da morgens in meinen Garten stolziere, ja, mittlerweile, und mir da die Kräuter zusammensuche, um das Ganze dann über einen Smoothie mir reinzupfeifen. Also das ist ein Gefühl, das möchte ich gar nicht mehr missen. Ja. Da kommt eine Kraft, das ist unglaublich. Ja. Also ich bin momentan so in der Gewichtung, wenn ich das sagen darf, also so 80% Lebensmittel und so 20% Nahrung. Ungefähr da stehe ich gerade. Aber diese 20%, die werden immer unwichtiger. Genau. Ja, immer unwichtiger. Ja. Und jo, gut, mal eine Pizza essen ist auch nicht schlecht, ja, aber... Alles gut. Die Herausforderung ist für mich, Erkenntnis. Mal zu wissen, was ich tue. Genau, die Erkenntnis. Ich komme ja aus Bayern und Weißwürste gehören immer noch dazu. Ey, Weißwurst und Brezen und Weißbier, hallo, und der süße Senf, ach, das ist... Nur die Herausforderung ist, wenn ich das tue, weiß ich, was ich tue. Das ist genau der Punkt. Das hat mir vor ein paar Jahren schon mal jemand gesagt. Also es ist völlig egal, was du machst. Du musst nur wissen, was du machst. Ja? Und wenn du es weißt, dann hast du durch die Gedankenkraft schon die Möglichkeit, dich von Giftstoffen oder von sonstigen Einwirkungen auch ja, so einzustellen, dass das nicht auf dich wirkt. Ja? Also natürlich ist, muss man ganz klar sagen, die Maßhaltung gehört natürlich dazu. Ja? Also ich kann da mal an einen Film appellieren. Ja, das ist dieser, ich weiß nicht, kennst du den? Super Size Me heißt der? Nein, ich bin da nicht zu Hause. Ja. Ein lebend Test in 30 Tagen McDonald's. Okay. Unglaublich, was mit dem Körper passiert. Es ist ja, unglaublich. Ja. Super Size Me heißt der Film. Ja, wer den nicht kennt, als abschreckendes Beispiel sehr zu empfehlen. Ja, genau. Also das ist jetzt zweites Weltbild auch wieder gewesen, das auch unser Essen Charakter besitzt. Natürlich. Oder tot. Ja. Ja. So. Und kann man das als Dualität bezeichnen? Oder? Nee, das ist analoges Denken. Analog, okay. Wir nennen das dann analoges Denken. Okay. Bitte nochmal, Michael, wie freudig unsere Körper, unsere Zellen sind, wenn wir lebendes essen. Und ich kann mir manchmal vorstellen, wie kopfschüttelnd unser Körper dann denkt, wenn da nur dummes Material reinkommt. Und nach dem Motto, was macht er denn hier? Was soll ich denn damit? Ja, ungefähr so. Ja, das trifft es. Ja, so geht es mir dann auch. Weil die Frage ist irgendwie, ja, man merkt das dann auch ich möchte nicht zu lange in dem Thema bleiben, weil wir wollen ja im Interview bleiben. Aber nur mal so am Rand. Ich habe mit dem Einstieg des Vegetarischen, das war für mich eine Geschichte, wo ich einfach mal Fleisch weggelassen habe. Und ich habe dann zwischendrin einfach mal Fleisch probiert. Ja, ich habe es dann wirklich auch mal, ja, wenn der Grill an ist, so dann, ja, und die Gewürze und ja. dieser Grillgeruch, das, ja. Und dann stehe ich dann schon da und sage, ach, okay, und dann habe ich wirklich mal auch probiert. Aber ich habe das sofort gemerkt. Also das hat innerhalb von ich habe eine wesentlich größere Kraftanstrengung gebraucht, um das Zeug wieder rauszukriegen, ja, also die Verdauung, all das, was da mitspielt, ja, das habe ich sofort gemerkt, das war sofort ein anderes Gefühl da und das gemerkt, schwächer, du bist schwächer und ja. Eine Bitte habe ich, Michael, du hast nicht das Fleisch geschmeckt,
sondern die Gewürze. Ja, das meine ich ja. Das ist ja schön. Wie hat das Fleisch geschmeckt? Es war die Marinade. Man könnte auch nur die Marinade grillen, dann hätte man denselben Effekt. Das war so mein Gedanke, aber du kriegst halt nicht gegrillt. Genau. So. Dann ziehen wir weiter. Okay. Ins dritte Weltbild. Drittes Weltbild. Als Überschrift können wir sagen, alles ist Licht. 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 Unser Licht. Körper ist Licht, der Tisch hier ist Licht, meine Tasse ist Licht, mein Tee hier ist Licht. Am Schluss ist alles Licht. Nämlich ausgehend Licht. Von dem Licht, von dem Schöpfungslicht. Ja. Das ja im Ursprung war. Im Ursprung gibt es nur Licht. Und dieses Licht, Schöpfungslicht, im alten Wissen Schechener Licht, ist ja unser Baumaterial von allem. Und dieses Baumaterial, stell dir mal vor, das war im Ursprung oder ist im Ursprung. Und bevor es rauslaufen durfte, musste es ja noch Eigenschaften und Fähigkeiten und Grenzen bekommen. Also dass das Licht nicht einfach fließen kann, sondern mit welchen Eigenschaften, Fähigkeiten und wie es sich ja auskristallisieren darf, wie wir sagen. Könnte man das eine Art als eine Art Bewusstsein bezeichnen, was eine Vorgabe gibt? Mehr noch, ja, aber bitte nicht in dieser Welt, klar, sondern weiter oben. Und wer sich das ist auch Gebalium, aber bitte ganz vorsichtig, lies nicht, was geschrieben steht. Für die Zuschauerinnen und Zuschauer, das ist kostenfrei auf meiner Homepage runterzuladen. Und das sind die 7 hermetischen Prinzipien, die in unserer Zeit so missverstanden werden. Du weißt, Michael, ich habe ja auch Teile der Bibel übersetzt. Wer es wirklich verstanden hat, es sind die 7 Tage der Schöpfung. Die 7 hermetischen Gesetze sind die 7 Tage der Schöpfung. Genau, wer es lesen kann. Wer es lesen kann. Masse der Menschen, bitte entgleiten. Könntest du ein Beispiel machen für beispielsweise den ersten Schöpfungstag? Erstmal bitte hier nochmal ein kleiner Ausflug. Ich weiß nicht, ob willentlich oder nicht willentlich, ob aus Dummheit oder Nicht-Dummheit, da gibt es ja mehrere Gedanken dazu. Luther war erst einmal, das kann man im Internet recherchieren, ich habe ja auch das Buch in der Hand, Antisemit. So, jetzt kann man sagen, das war diese Linie. Deswegen hat er das alles umgedeutet, umgeschrieben. Die zweite Möglichkeit ist, dass er wurde ja von einem Gutsherrn bezahlt, dass es ganz bewusst gegen die Kirchen ging, dass die ihre Allmacht verlieren, weil es war ja Latein und die Masse der Menschen konnte kein Latein. Das ist auch ein Modell, wo wir hineindenken können. Und die dritte Möglichkeit ist, er konnte ja kein Griechisch, konnte kein Hebräisch. Er hatte sich ja den Klani von Bamberg wegen Griechisch noch geholt. Nur, dass es vielleicht, ich sage ein bisschen salopp jetzt, aus Dummheit war erstmal. So, kann natürlich auch noch was ganz anderes sein, das weiß ich nicht, aber das sind diese 3 Modelle, die hier bekannt sind. Ja. So, und der erste Satz, der steht, und ich habe das genommen aus dem Urhebräischen, aus der Torah-Rolle, die in Wirklichkeit ja ein Zahlensystem ist. Jede Zeichen, Buchstabe, es ist ein Zeichen, hat einen Zahlenwert, einen inneren Zahlenwert, einen äußeren Zahlenwert und. Und damit lässt sich dann die jüdische Bibel, Torah-Rolle entschlüsseln. Wenn wir von dort aus gehen, dann haben wir erstmal die Situation, dass dort nicht steht, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Es steht dort im Anfang. Und im bedeutet, da ist schon was. Am sagt uns, jetzt geht's los, jetzt startet es. So, dieses zuvor steht nicht in der Bibel.
Das wird auch die Lehre vom Zimtzum genannt. Das sind diese ersten drei von den 10, ja, Sefarot, wie es heißt, im Baum des Lebens. Die ersten drei werden in der Bibel nicht genannt. Und wenn man das Wort Himmel wörtlich übersetzt, dann meint es diese Fähigkeiten und Eigenschaften, wie sich das Licht auskristallisieren kann, im Sinne, welche Ordnungssysteme es einhalten muss, damit es schöpfungswichtig machen kann, was es will. Dann kommt ja noch dazu die 22 urhebräischen Zeichen, damit diese Strukturen gegeben sind, nachdem wir übrigens auch unsere 4-1-Struktur aufgebaut haben, um das erklären zu können, dass es auf der Welt immer diese 4-1-Struktur gibt, in allem. Ja. Ja. So, und dann kann das Licht die Chance weiterzugehen, weiß, dass es jetzt eine Struktur gibt, die Nase bedeutet. Jetzt baut dieses Licht sich darunter und irgendwann hast du deine Nase mit deinen 2 Löchern, aber eine Nase. So können wir das mit den Beinen machen. So können wir mit Bäumen das machen. Dieses Licht hat nicht zufällig hier einen Baum hingeschmissen, sondern da sind Ordnungssysteme. Das ist übrigens auch kabbalistische Numerologie, mal so nebenbei. Nur aus dem ersten Weltbild heraus können die Menschen es nicht erkennen. Warum? Die können die Ursprünglichkeit nicht erkennen, weil sie nur rechnen und berechnen und messen. Das ist dann der Effekt, dass du sagst, die Sonne geht auf, weil es 6 Uhr morgens ist. Genau, genau. Genau. So. Und jetzt ist es auch so, dass dieses Licht schmutzig werden kann. Ich meine jetzt unser Körperlicht. Es wird dann schmutzig, wenn diese 4-1-Verbindung gerissen ist, unterbrochen ist oder nicht vorhanden ist. Weil normalerweise ist dieses Licht rein. So, dann wenn dieses Licht, wenn der Mensch sich immer mehr hineinbegibt in dieses, jetzt nenne ich es mal erste Weltbild, kausale Denken, ohne die Anbindung, dann verschmutzt dieses Licht immer mehr. Jetzt stellen wir vor, da gibt es ein Leberlicht, das verschmutzt und damit wird es erkrankt. Jetzt gibt es im dritten Weltbild alternative Medizin, die an diese Lichtströme geht, um dieses Licht, symbolisch gemeint, wieder zu säubern, damit die Zellen wieder dieses Prinzip der Liebe fahren können, nämlich ich helfe der anderen und nicht im Ego-Dasein leben, ich kümmere mich nur noch um mich. Das ist übrigens auch zur Stunde eine Thematik in unserem westlichen Europa gewesen, vor der C-Zeit. Unser westliches Europa war schwer, schwer erkrankt. Ist es das nicht noch? Ja, immer noch, ja. Aber wir sind ja, es hat ja jetzt ein Gesundungsprozess begonnen. Durch die Polarität. Genau, so. Und es gibt Länder auf dieser Erde, die sind mehr erkrankt. Richtige schwere Erkrankung muss operiert werden. Und dann gibt es Länder, wo ein bisschen Heuschnupfen ist, symbolisch gemeint. Wen würdest du denn in die Heuschnupfenabteilung stecken? Denk mal in der Südsee, Inseln. Ja. Ja, ist mir spontan eingefallen. Russland? Ein paar Tagen mit einer Frau aus Litauen telefoniert, ja. Und die meinte, es ist am Dorf und dann lebt die Frau in dem Haus und die bekommt überhaupt nichts von dieser C-Zeit mit. Und jetzt hat es vielleicht mal was gehört, das meine ich mit dem kleinen Heuschen. Hast du jetzt den Virus übertragen oder wie? Nein. Nochmal, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer auch nochmal hier ein Gefühl bekommen, dass diese Frau, die ältere Frau in Litauen, die lebt einfach weiter. Ja, ist irgendwas? Ich weiß nichts. Ja. Die hat auch noch keine Maske getragen. Wenn du mich so fragst, im Sinne, gibt es da ganz leichte Erkrankungen in Anführungsstrichen und gibt es da welche, die jetzt auf den Operationstisch gefahren werden müssen? Deutschland muss symbolisch gesehen
wirklich durch diese Hybris, durch dieses Ego-Verhalten, dieses nur noch größter, bester, schönster, höher, weiter, ja. Das muss jetzt operiert werden und da muss eine Partie entfernt werden. Ich denke es auch. Das ist ein, ich denke mal auch, wie man so schön sagt, ein Reinigungsprozess auf allen vier Ebenen wahrscheinlich, oder? Nennen wir es mal bitte ein Gesundwerdungsprozess. Ein Gesundungsprozess, ja. Oder ja. Sagen wir die Heilung. Ja? Die Heilung. Ja, genau. Das wäre besser, oder? Ja. Genau. Und das Erste, wenn wir jetzt über Einweihungswege sprechen würde, ja. Und Einweihungswege mal Stufe für Stufe, Staffel für Staffel durchgeht. Das Erste im Einweihungsweg ist, die Welt schlafen geht. Wenn man mal nüchtern hinschaut und alles mal ein bisschen zur Seite schiebt, was ist denn geschehen? Die Welt wurde schlafgelegt. Ja. Schlafen von dem, was kein Mensch gebraucht hat. So ist es. 3 Fahrräder. 4 Fernseher. Genau. Jedes Jahr ein neues Handy. Und genau. Bitte ein E-Mobil muss auch noch dazu, genau. Weil die alten sind ja nicht mehr gut. Ich kann es nicht mehr hören. Es ist alles nur diese 4. Ja. Ach, wie viele Fahrräder hast du? 3 Rechner. Ja, ich habe 1, aber das muss ich erstmal reparieren. Ich habe 1, das muss ich noch allerdings reparieren. Das hat gerade Platten. Sehr gut. Aber du weißt, wo ich hin möchte. Ja, ja, absolut. Genau, und das ist diese Erkrankung gewesen. Ja, weil es immer mehr weggeführt hat von der Seele, von der Gemeinschaft zur Seele, von der Ehe zur Seele. Deswegen der Virus auch weltweit. Bitte? Deswegen der Virus weltweit. Genau, und mit unterschiedlichen Qualitäten in Anführungsstrichen. Ja, ja. Ja, genau. Also, und das ist vielleicht noch zu Heilungsprozessen im dritten Welt mit ein paar Gedanken. Hier, wenn wir im homöopathischen Bereich nehmen, bis zur D22 ist noch was drin. Wenn wir es medizinisch jetzt ins Labor gehen würden, in ein erstes Weltbildlabor messen, ob was drin ist, dann werden die sagen, ja. Und ab der 23 werden sie sagen, Placebo-Effekt. Dann, die können ja nicht anders. Hier geht es dann um ganz was anderes, nämlich auf Lichtströme einzuwirken. Das haben wir auch, wenn es welche wirklich können. Hier hätten wir den magischen Bereich auch. Und ich meine hier sehr wörtlich magischen Bereich. Ja. Ich meine hier nicht Schamane. Ja, das ist auch etwas, was nicht so richtig, ich sag mal, über Schule oder sonst wo kommuniziert wird. Wenn du sagst magisch, dann hast du einen David Copperfield vor Augen oder irgendwas in der Art, ja, oder einen Zaubertrick im Zirkus, ja, mit irgendwas, das ist damit nicht gemeint. Ja. Das ist alles die 4. Ja. Alleine. Für eine vermeintliche Magie, ja, die ja. Okay. Es gibt Geistheilung. Ja. Ja. Wir können alleine jetzt eine Stunde über Geistheilung machen, um dieses Weltbild ein bisschen aufzublättern. Weil dort gibt es auch Heilungsmöglichkeiten. Ja. Nachteil ist, viele, die erkrankt sind für die Gesundwertung, sind nur im ersten Weltbild zu Hause. Nur Schulmedizin. Nur, ich sage immer gerne, viele Erkrankte geben ihre Heilung, delegieren. Da muss gerade einer geheilt werden, glaube ich. In der Vier. Geben ihre Heilung, delegieren ihre Heilung an den Arzt. Ja. Nur an den Arzt, ja. Und müssen warten, was er jetzt liefert. Ja. Und das hat nichts und nicht im Entferntesten mit Selbstheilung zu tun. Auf gar keinen Fall. Verstehen? Ja. Genau. Jetzt muss der Mensch aktiv werden. Aktiv im Sinne. Einmal die Schulmedizin, welche Alternativen gibt es für meinen Alleinekörper und natürlich auch für mein seelisches Dasein. Du musst das auch noch glauben. Das ist der Punkt. Ja. Ja. So, das ist das dritte Weltbild. Okay. Ja. Mit dem Ziel, den Menschen, das Licht des Menschen, wieder zu heilen. Heilen heißt ja ganz machen, in Ordnung bringen. Heilen, heilig, heilig sein. Heilen. Früher
war der Arzt, symbolisch gemeint, ja, der Heiler, nicht der Arzt. Ja. 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 Also nur mal, oder auch Heiland. Heiland, ja. Die Wortsemantik mit darin. Ja. Was aber bitte hier wieder ein bisschen vorsichtig umgegangen muss mit dem Wort, weil wir müssen es wieder entkleiden und, und. So, dann marschieren wir mal ins vierte Weltbild. Dort heißt die Überschrift Denken und Handeln aus dem Ursprung. Und hier geht es ausschließlich um die Seele des Menschen. Das heißt, hier finden wir jetzt, dass der Mensch, es gibt Ausnahmen, hier rein ist in einen Körper und jetzt als Zuhause, als Wohnung, als Hülle diesen Körper hat. Weil in dieser Welt brauche ich, um existenzfähig zu sein, einen Körper. Und jetzt ist die gute Frage noch dazu, stell dir mal vor, es gibt nur einen Körper, nur eine Seele, dann fehlt was. Und das ist der Geist. Nur leider Gottes kann dieser Geist beeinflusst werden, manipuliert werden, gesteuert werden. Und das ist der Großauftrag der Nur Vier. Dieser Shetim, wo ich es letzte Mal erzählt habe, diese Dämonen, die nur eine Aufgabe haben, den Menschen verrückt zu machen. In den vier Weltbildern, in allen Bereichen, mit Materialismus, mit der Kommunikation der Dinge, der Charaktere, mit der Verschmutzung des Lichts und der Ursprünglichkeit des Denken und Handelns. Genau. Könnte man sagen, dass das eine Art Impuls ist? Dass es aus dem Impuls herauskommt? Ja, nee, die sind inkarniert, diese Wesen und diese Energie. Und haben nur einen Auftrag, den Menschen wegzuführen von seiner Seele. Das ist der einzige Auftrag und Ziel erreicht, wenn der Mensch sich nicht um seine Seele kümmert. Und die machen Angebote. Die machen Verführungsangebote. Den ganzen Tag. Das ist der Auftrag. Und auch wenn wir hineindenken, und deswegen bitte, war auch meine Motivation, mit dir heute diesen Video zu machen, dass wir es vielleicht noch mal ein bisschen aufblättern können, konnten, dass unsere Zuseherinnen und Zuseher mal einen Stopp setzen. Einen Stopp. Was denke ich hier eigentlich? Was muss ich hier denken? Und auch mal sagen, nee, jetzt ist mal Schluss mit lustig mit diesem Denken. Gibt es ein ganz anderes Denken? So ist das. Das heißt jetzt für mich, dass ich im Prinzip, um mich davor, ich möchte es mal so sagen, jetzt schütze, ja, damit ich mich davor schützen kann, habe ich nur die Möglichkeit, im Prinzip in dieser, im ersten Weltbild anzufangen. Das heißt, ich muss dort hinterfragen, bin ich in einer Polarität, ja, oder stehe ich auf irgendeiner Seite dieser Polarität? Das heißt, ich habe nur die Möglichkeit der eigenen Hinterfragung. Ja. Wenn ich das tue, dann steige ich praktisch aus dieser Welt mental aus und bekomme natürlich durch die Hinterfragung einen Überblick. Ich sage das mal so, ja, dass du siehst, okay, ich kann jetzt mal drauf schauen und sehe dann links und rechts, ja, ich sehe geimpft, ungeimpft, ich sehe jedes. Ne, und dann habe ich erstmal die Möglichkeit zu hinterfragen, was ist die Kommunikation? Dann bin ich im zweiten Weltbild, das heißt, wie sprechen die Dinge zu mir? Ja? Ja. Und da habe ich die Möglichkeit auch wieder zu hinterfragen. Also ich kann den nächsten Schritt gehen, kann sagen, okay, ist das das, was ich verstehen soll? Oder soll ich was anderes verstehen in irgendeiner Form? Oder wie ist die Kommunikation gestört an der Geschichte? Oder irgendwie in der... Möchte ich ein reines Licht haben oder will ich es verschmutzen lassen? Das wäre dann im dritten, ne? Ja, genau. Genau, das wäre dann die nächste Frage. Wie wirkt das auf mich? Bin ich in meiner Einheit? Ist das, was ich tue, gut für mich? Ist das, was ich tue, das Richtige für mich? Und dann, das ist die Lichtfrage. Ich nenne das jetzt mal so, die Frage des Lichts. Ja? Wenn alles Licht ist, dann... Warte mal, bitte, Michael. Nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer. Alles ist Licht, auch ihr Geist ist Licht. Ja. Ja.
Gut, wir setzen voraus, ich kann es steuern. Ja, also ich habe tatsächlich die Möglichkeit, das auch zu steuern. Das, was man ja in vielen Bereichen sieht, wenn Selbstheilung anfängt oder genau. Jeder kennt Berichte, dass Menschen aus unerklärlichen Gründen plötzlich gesund waren, aus irgendwelchen oder das gemacht haben, das hat gewirkt und so weiter. Das sind Menschen, die dann tatsächlich auf dieser dritten Ebene dann die Heilung praktisch über das Licht eingeleitet haben. Ja? Oder das Licht praktisch wieder gereinigt haben, nennen wir es mal so, ja? Von der Verschmutzung befreit haben. So, und das Nächste, was dann kommt, ist logischerweise dann, weil das Licht eine Ordnung braucht, ja, habe ich das Denken und das Handeln als Überschrift darüber in der Ursprünglichkeit. Ja. Das heißt, du musst dich selbst fragen, wer bist du denn schon? Ja. Und nicht, aber was willst du sein oder was kannst du werden? Oder bitte nicht wieder hineinstolpern jetzt im Sinne von Eigenschaften und Fähigkeiten. Das ist nicht im Entferntesten damit gemeint, wer bin ich? Das ist wieder ein geschickt eingestreutes Gift, diese Dämonen, die möchten, dass wir nur Eigenschaften nehmen. Schau her, deine Stärken. Ja, deine Schwächen. Es geht darum, was hat die Seele für eine Aufgabe mitgebracht? Was ist meine Bestimmung? Genau. Das wollte ich noch abschließend noch sagen. Ja. Ich habe das schon verstanden, aber ist gut, dass wir nochmal, so wird es runter. Ja? Also, okay. So, und meine Bitte ist nochmal, wirklich meine ganz große Bitte ist, dass auf der einen Seite gibt es, jetzt weiß ich es, dann fehlt der große Teil, nämlich das Machen, das Umsetzen im Alltäglichen. Ja, und das ist die große Herausforderung, weil viele Menschen meinen, ich weiß es jetzt, aha, jetzt reicht es. Nein, das reicht nicht. Jetzt beginnt erst der erste Schritt, der zweite, der dritte. Und dort brauchen, das ist ja meine Arbeit, wer es weiß, Begleitung. Ja, nicht Beeinflussung. Genau. Nein, Begleitung für eine bestimmte Zeit, um den Menschen immer wieder über diese Brücke zu helfen. Ja. Immer wieder sagen, so, jetzt gehen wir den Weg. Ja, und dann kommt noch dazu, für viele Menschen, die bis gestern in dieser Unruhe waren, ist ein hauptsächlich auch Menschen, die Depression haben, wo ich die Welt mit denen schlafen lege, entsteht eine Unruhe. Nämlich, bis gestern hat diese gewirkt immer rein und jetzt ist auf einmal, wird es weggenommen. Jetzt entsteht eine Unruhe in Anführungsstrichen. Jetzt entsteht eine Leere. Wir nennen das die Ruhe im Schweigen. Und das muss ein Mensch erstmal lernen, weil er sucht ja gleich wieder, wo diese Stille, diese Ruhe im täglichen, ich meine jetzt nicht in der Meditation, sondern im alltäglichen Leben mit diesem äußeren Fliegenschwärme der Gedanken, die jetzt weggenommen werden, mit dieser inneren Gedankenruhe umzugehen. So ist das. Ich beschreibe das gerne mit dem Jetzt. Ja. Ein Bild zum Jetzt. Wir in der Überlieferung mögen ja das Wort tun umsonst gar nicht. Ich sage auch warum. Und zwar, es gibt im Augenblick, kannst du nicht rechnen. Nein. Genau, du musst aus dem Augenblick raus und dann kannst du wieder rechnen, wie der letzte Augenblick war. Das ist ja die Riesenverarsche an der ganzen Geschichte, weil in dem Moment, wo du berechnest, steckst du im Prinzip mit einem Zeitbegriff drin. Genau. Du hängst in der Zukunft, in der Vergangenheit, du vergleichst Erfahrungen mit Vorstellungen und da, und dann bist du nicht mehr da, wo du eigentlich hingehörst. Und du kannst ja nirgendwo anders sein, das ist ja der Punkt. Ne? Genau, und deswegen sagen wir, gehen den Augenblick, da tust du es umsonst. So ist es. Genau. Das ist ja auch, wenn ich das noch hinzufügen darf, bitte, das ist meine Arbeit und dazu habe ich ja auch den Video-Online-Kurs, der über 40 Stunden geht und dort begleite ich Menschen dann. Einmal das Wissen, aber diese Begleitung, dieses Umsetzen, dieses Hinübergeben in den Augenblick, das ist dann meine wirkliche Arbeit. Okay, Bernhard. Hat mich schon wieder umgehauen heute, ehrlich. Ja, jetzt nicht im Sinne von wow, sondern im Sinne der Bestätigung, weißt du? Dann wären wir 4.
Wenn du Wow-Wow machen würdest, wäre man in der 4. So ist es. Habe ich ja nicht gemacht. Es geht immer darum, für mich, den Menschen ein bisschen rauszuführen aus diesem Viererbereich, Dämonenhaften wegzunehmen, um hinüberzukommen, dass er die Schritte beginnt, den Weg zu sich selbst. Ich glaube, dass, also das ist ja etwas, das kann jeder für sich entscheiden. Das ist immer das Entscheidende daran. Ja? Das heißt, es zwingt dich keiner. Das muss ein Prozess sein, der in dir beginnt. Ja? In dir. Und die erste Frage, die du dir wirklich stellen musst, ist: Was mache ich hier eigentlich? So, glaube ich, das ist so die zentrale Frage. Wer bin ich denn eigentlich? So mal fragen. Und ich vergleiche das immer gern mit der Mona Lisa. Warum? Ja. Naja, die Mona Lisa hängt im Louvre in Paris, oder? So, ja. Und die ist da in da gibt es dann die unglaublichsten Alarmanlagen, da gibt es die Sicherheitssysteme, da gibt es Feuer, Wasser, Einbruch, alles, da wird alles geschützt, da wird ein riesen Tamtam gemacht, um dieses Bild vor Diebstahl, sonst was, Beschädigung irgendwo zu schützen. Und die zentrale Frage ist, warum wird das denn gemacht? Ja, warum macht man das? Und die Antwort ist ganz einfach, weil es sie nur einmal gibt. Genau, so wie jeden Menschen. So wie jeden Menschen, ja. Und deswegen ist ja, wie begreifen wir uns selber? Wie sehen wir uns selber? Sehen wir uns als kleinen, unbedeutenden Anteil, der in irgendeiner Masse mitschwimmt? Oder begreifen wir uns in unserer Einzigartigkeit? Und können wir das auch glauben, dass darüber nichts, darüber geht nichts? Ja? Deswegen Grundrechte, soll denn der Schwachsinn? Ja, lieber Michael, diese vier, diese Chetin, diese Dämonen, die müssen verstreuen, wir sind alle gleich. Ja. Genau, das ist ein Werkzeug, hat den Vorteil für Sie, dass sich der Einzelne nicht um sich selber kümmert. Alle sind immer gleich. Ja, genau. Und nicht gleich. Ja. Die GEZ ist viel, viel wichtiger als du. Deswegen 18,36 € bitte pro Monat, ja, und setz deine Zeit auch dafür ein, dass du diese 18,36 € auch kriegst, ja, weil sonst Drohung. Und das kann nur funktionieren, wenn du an irgendeiner Wertigkeit hängst, die in diesem ersten Weltbild dir suggeriert, die nehmen dir irgendwas weg. Genau. Und bitte nochmal, weil wir es schon hatten, auch das letzte Mal, im ersten und zweiten Einweihungsschritt geht es darum, dass der Mensch sich bewegt. Und nicht warten kann. Es wird von ihm erwartet, geh du die ersten zwei Phasen, dann wird dir geholfen. So ist das. Beweis es im Sinne nicht von Messen, sondern dein Wille. Ja. Du musst es dir nicht mal wünschen. Das ist noch das Allerbeste, weil es wird einfach geschehen. Ja? Das kann ich an der Stelle auch so sagen. Also ab 3 ist, da gibt es keine Fragen mehr. Ja. Gut. Bernhard, bin begeistert. Wirklich wahr. Also, was wir zwar jetzt gefunden haben, das ist sowieso so ein Ding, finde ich echt genial. Ne? Muss man sagen, das ist auch eine gute Energie, die hier zwischen uns fließt. Das finde ich echt top. Ja. Ich denke, es gibt ja auch einen Zufall, der fällt. Ja. Nicht nur einen messbaren Zufall. So ist das. Okay, Bernhard, ich danke dir. In 2 Wochen wieder. Wollen wir noch mal was machen, oder? Genau, wir machen noch mal was. Einmal noch. Einmal noch? Ja. Minimum. Oder, ja, Moment, 1-4 sind 5. Also wir kriegen noch 2. Okay. Also, alles Liebe, Gute, gesund bleiben. Bernhard, alles klar. Ja.